Es muss doch Magier in Tevinter geben, die keine Blutmagie einsetzen. Natürlich, sie sind Sklaven. Die Magister zögern nicht, die Ihren in Ketten zu legen. Und bei den Magistern? Warum könnt ihr damit nicht aufhören? Kein Magister würde einen Vorteil gegenüber seinen Rivalen aufgeben. Sonst wäre er nämlich sehr schnell tot. Um Blutmagie anzuwenden, muss man einem Dämon ins Auge blicken und sein Angebot annehmen. Ich dachte eben, zumindest einige von ihnen würden das nicht tun. Und wenn es nur aus ästhetischen Gründen wäre. Und schon gibt es auf der Welt einen Kunari weniger. Das war einfacher, als ich gedacht hätte. Ruf die Männer zurück. Wir haben eine Verabredung mit dem Vicomte. Ist doch so, nicht wahr, Seamus? Ashad! Ihr habt ihn getötet. Ihr Verschiedenschlampe. Ist das eines Ihrer Worte? Seht ihr? Und genau deshalb muss man euch nach Hause schleifen. Ihr mögt diese Dinger viel zu gerne. Und ich wette, ihr seid sogar noch viel weiter gegangen. Ist es nicht so, Bengel? Das klingt nicht, als wolle er euch begleiten. Oh, wir bekommen Konkurrenz? Ich bedauere, aber ihr kommt zu spät. Die Winters haben... Ich habe bereits Anspruch auf ihn erhoben. Syrah, ich gehe zurück, wenn es sein muss, aber ich lasse nicht zu, dass diese Mörder belohnt werden. Verwöhntes Blag! Ich schneide euch die Zunge raus und verlange eine Zulage dafür, dass ich euch stumm zurückbringe. Und was euch betrifft, ich hätte nichts gegen ein wenig Unterhaltung einzuwenden, solange wir auf die anderen warten. Meine Großmutter... Miststück sind wir los, aber sie hat gesagt, sie wartet noch auf andere. Auf jede Menge andere. Es gibt schlechtere Orte, um wie die Ratten gefangen zu sein. Räumt das Lager auf, dann bereiten wir eine angemessene Begrüßung für sie vor. Ich habe noch nie zuvor so viele Leichen gesehen. All dieses Blut. Wir schaffen das schon. Ihr müsst nur noch ein wenig länger durchhalten. Es könnten noch mehr kommen. Ah!
Ashad hat niemals gelogen, niemals jemandem etwas vorgemacht. Entweder man war seine Zeit wert oder eben nicht. Sie sind nicht die Tiere, die andere in ihnen sehen. Bringt mich zu meinem Vater, dann werde ich versuchen, ihn davon zu überzeugen. Das war offensichtlich nicht eure erste Begegnung mit diesem Ashad. Ich bin ihm kurz nach ihrem Schiffbruch begegnet. Ich war mal wieder fortgelaufen, um der Feste und meinem Vater zu entfliehen. Ashad sollte die Küste absuchen, um eine Antwort für den Arishok zu finden. Ich war so voller Zweifel. Die Kunari hingegen zweifeln niemals. Ich muss zugeben, dass ich mir nicht sicher bin, wie man mit einem toten Kunari angemessen verfährt. Der Körper ist nicht länger er und bedarf somit auch keiner besonderen Behandlung. Das ist der Weg, dem sie allem Anschein nach folgen. Sollten seine Leute davon erfahren? Sie werden es wissen. Ob sie sich allerdings dazu herablassen, es auch zur Kenntnis zu nehmen, kann ich nicht sagen. Es gab vieles, was ich an Ashad nicht verstanden habe. Aber er war es wert, es immer wieder zu versuchen. Lasst uns gehen, Seamus. Euer Vater wird in der Feste auf euch warten. Dann bringt mich zu ihm. Vater. Mein Sohn. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Genug, Vater. Darf ich euch Sarah Hawk vorstellen, Euer Exzellenz? Sie hat die Aufgabe erfüllt. Seid meiner Dankbarkeit gewiss. Hoffentlich musstet ihr für meinen Sohn keine größere Unbill hinnehmen. Keine nennenswerten Probleme, abgesehen von den Massen, die uns nach dem Leben trachteten. Wie ich hörte, haben sich die Winters ebenfalls beteiligt. Hätte sich der Zwischenfall nicht vermeiden lassen. Sie haben meinen Freund ermordet. Ist das denn völlig ohne Belang? Es heißt, du warst bei deiner Entführung allein. Bist wie ein Narr die Küste entlang spaziert. Ich wurde nicht entführt. Ich war bei Ashad, dem Kunari. Das sind keine Monster, die man fürchten muss. Wenn du es nur verstehen wolltest, dann würden es andere auch erkennen. Eine Entführung wäre besser als der Verdacht, sie hätten bereits Einfluss auf meine Familie. Wohlgesonnen oder nicht, das ist einfach zu viel. Ich muss bei allem Respekt widersprechen, Exzellenz. Euer Sohn zeigt beträchtliche Weisheit. Das ist genug jetzt. Verzeiht, Exzellenz, für dieses Eindringen in persönliche Angelegenheiten. Es gibt keine. Geht, los! Ich glaube nicht, dass ich das kann. Das kann ich nicht.